Hallo und herzlich willkommen bei All Wheels Outside. Wir sind am Iskandarkul Lake und machen uns heute auf dem Weg nach Dushanbe, wo für uns das Abenteuer Pamir Highway beginnt. Auch der neben dem türkisfarbenen Iskandarkul gelegene glasklare Snake Lake ist einen kurzen Besuch wert. Und hier will der Duro mich mal wieder ärgern. Das Öl in dem zentralen Getriebestecker führt dazu, dass er absolut kein Gas mehr annimmt. Also anhalten, Stecker putzen. Na, hat er jetzt keine Lust mehr zu fahren. So einen steilen Hang in der Kurve. Kurz vor dem Pass gehen beim Duro schon wieder die Warnlampen an. Ich muss erneut stoppen, um den Stecker zu reinigen. Bei diesem Stopp kommen Jürgen und Clarissa wieder dazu und ein deutscher Radfahrer kommt zu uns, um zu fragen, ob wir ihn mit durch die schrecklichen Tunnel nehmen. Da möchte er ungern durchfahren. Der Radfahrer steigt samt seinem Fahrrad bei Jürgen in den Duro mit ein. Und schon geht es zu den Tunneln. Das war bereits der erste von mehreren Tunneln. Der längste ist der Istiklol-Tunnel mit ca. 5 Kilometer Länge. Er gilt als einer der gefährlichsten Tunnel der Welt. Die Beleuchtung und der Fahrbahnzustand sind schlecht. Und die Belüftung funktioniert nicht. Schon in der Zufahrt sieht man, wie die Abgasschwaden aus dem Tunnel herausströmen. Als Fahrradfahrer würde ich da auch nicht durchfahren wollen. Ah, da kommen hier auch Schwaden raus. 50, 30 fahren, Bauarbeiten, Ruheverbot. Ganz schön dunkel. Jetzt sind wir noch Wasser. Thank you.
Gleich am Ausgang des Tunnels können wir einer Familie helfen, die eine Felge kaputt gefahren hat und kein passendes Werkzeug dabei hat, um das Notrad zu montieren. Auf dem Weg hinab ins Tal kommen dann noch jede Menge Tunnel. Ich habe sie nicht gezählt. Und dann kommen noch zwei Mautstationen. An der ersten konnten wir nach langen 10 Verhandlungen heraushandeln, dass wir ein Wohnmobil unter 10 Tonnen sind, also Kategorie 2 bezahlen. An der später kommenden zweiten Mautstation ging das nicht. Hier hat man darauf bestanden, wir sind Kategorie 3, weil wir 3 Achsen haben und müssen damit den höchsten Tarif bezahlen. Auch das Vorzeigen des Belegs von der ersten Station half nichts, man hat uns einfach gesagt, dieser wäre falsch, die hätten falsch abgerechnet. Entlang der Straße gibt es einige Anbieter von Fahrzeugwäsche. Wir nutzen die Gelegenheit und lassen die Duros für die große Stadt noch hübsch machen. Dann sind wir auch schon in Dushanbe. Hier ist kein großer Aufenthalt geplant. Für die Nacht suchen wir uns einen Stellplatz in der Nähe der Pferderennbahn. Auf dem Parkplatz treffen wir noch einige andere Overlander, die wir auch später wiedersehen werden. Ich nutze die Gelegenheit, auf Teer zu stehen, um die Reifen zwischen den Achsen durchzutauschen und die Ölstände zu kontrollieren. Am zweiten Tag in der Stadt füllen wir noch ein paar Vorräte auf und besorgen uns Geld. Dann verlassen wir Dushanbe wieder. Germany. Oh, that's a really good. I love the Germany. Thank you. In the future, I'm going for the movie with the Germany. Thank you. Thank you. One on. Hier außerhalb Dushanbe, bereits an der M41, suchen wir uns einen Platz für die Nacht und starten unser Abenteuer Pamir Highway.
Der Pamir Highway, ein Teilstück der Fernstraße M41, ist die Hauptverkehrsstraße des Pamirgebirges. Sie ist die einzige Verbindungsstraße durch Berg Badakhshan. Sie erreicht eine Höhe von 4.655 Metern und ist damit nach dem Karakorum Highway, der 4.693 Meter erreicht, die zweithöchst gelegene befestigte Fernstraße der Welt. Der Pamir Highway führt von der tadschikischen Hauptstadt Dushanbe über die in Berg Badakhshan gelegene Stadt Kuruk auf einer Länge von 1252 Kilometer zur kirgisischen Stadt Osh. Hallo. Would you like to see the passport? I'm not in Polish. Ah. Hello. 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 Guda. Atya. Pamir. Okay, thank you. Auf der gesamten Strecke des Pamir Highways muss man immer wieder Polizei- oder Militär-Checkpoints passieren. Dort wird der Pass und das GBAO-Permit kontrolliert. GBAO steht für Gorno Badakhshan Autonomous Oblast. Man benötigt also eine spezielle Genehmigung, um die Autonome Republik Berg Badakhshan betreten zu dürfen. Hier an dem ersten Police-Checkpoint reicht noch der Reisepass aus. Der gesamte Pamir Highway wird im Übrigen auch von normalen Pkw befahren. Man braucht also nicht unbedingt einen Allrad- oder Offroad-Fahrzeug für diese Strecke. Aber etwas Bodenfreiheit ist wünschenswert. Lediglich bei extrem schlechten Wetterbedingungen oder eventuellen Erdrutschen könnte man mit einem zweiradgetriebenen Fahrzeug Probleme bekommen. Dennoch fühlt sich jeder, der nicht in einer solchen Region groß geworden ist, mit einem Offroad-Fahrzeug etwas sicherer. Von Dushanbe aus hat man zwei Möglichkeiten, die Strecke zu starten. Meist spricht man hier von einer sogenannten Nord- oder Südroute. Die Nordroute, für die wir uns entschieden haben, ist die eigentliche Pamir-Highway-Strecke. Alternativ fahren viele Overlander die Südroute über Kulob. Diese soll auch sehenswert und vor allen Dingen besser ausgebaut sein. In Kalai Kump kommen dann beide Routen wieder zusammen. Der Bau des Pamir Highways wurde kurz nach der Gründung der tadschikischen sozialistischen Sowjetrepublik im Jahr 1929 begonnen. Bereits im Jahr 1932 wurde der Abschnitt Osh-Kuruk fertiggestellt. Das zuvor sehr abgelegene Gebiet Berg Badakhshan war nun an das sowjetische Straßennetz angeschlossen und fing an, sich stark zu verändern. Der zweite Abschnitt zwischen Kuruk und Dushanbe wurde dann im Jahr 1940 fertiggestellt. Der Pamir Highway wurde von den Sowjets offiziell Pamirski Trakt genannt. Die Einheimischen bezeichnen ihn aber meist nur als die Straße. Auch heute noch oder wieder wird am Pamir Highway gebaut. Nach völlig abgenutzten Straßenabschnitten treffen wir immer wieder auf Baustellen oder auch total neue Teerdecken.
plötzlich nach dieser Kurve Ende die Straße. Wir müssen eine Umleitung rechts steil den Hang hinunter ins Tal benutzen, die eigentlich nur bis 3,5 Tonnen zugelassen ist. So, der Platz für die Nacht ist gefunden. Das Video ist, glaube ich, auch lang genug. Ihr dürft jetzt einen Daumen hoch da lassen und wenn auch nicht geschehen, den Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr auch nicht das nächste Video, wenn wir den 3852 Meter hohen Cabo Rabot Pass bezwingen. Auf dem Pass gibt es übrigens auch eine Bushaltestelle. Das dürfte wohl die höchstgelegene Haltestelle der Welt sein.